Veränderungsprozesse dauern. Damit sie gelingen, braucht man konkrete Projekte, Visionen, die andere begeistern. Durch die Mitarbeit in schulischen Netzwerken können Schulen zu Vorreitern werden. Denn das Miteinander und Voneinander lernen ist in Netzwerken besonders fruchtbar. Ein Beispiel gelungener Netzwerkarbeit sind die schulischen Netzwerke im Programm Ideen für mehr ganztägig Lernen der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Also ich denke, das Gewinnbringendste für alle Kollegen, die dabei sein durften, war der Blick über den Tellerrand. Wir haben eben ganz viele Schätze in anderen Schulen, in anderen Bundesländern gefunden, haben unseren Rucksack vollgeladen, wieder mitgenommen. Es hat uns gebracht, dass wir sicherer und versierter geworden sind in unserer Schulentwicklungsarbeit und dass wir offener mit unseren Defiziten umgehen, weil wir gemerkt haben, die Kommunikation auch über unsere Baustellen bringt uns voran. Viele Schulsozialarbeiter, viele Sozialpädagogen, die sich immer wieder einbringen konnten. Ich fand besonders dieses multiprofessionelle Team immer spannend, einfach von allen Seiten Einblick zu haben. Das hat schon sozusagen die Perspektive nochmal eröffnet für andere Möglichkeiten, wie Schule funktionieren kann und auch nochmal einen veränderten Blick auf die eigene Schule. Wir haben einmal ein Tutorenkonzept initiiert an der Schule und mittlerweile installiert. Wir haben ein Studierbuch eingeführt, das ermöglichen soll, dass die Schüler selbst ihre Lernzeiten besser organisieren können. Zum einen haben wir den Wahlunterricht so umgestaltet, dass wir Klassenlehrerstunden oder Klassenstunden einrichten konnten für die Jahrgänge 5 bis 8 und somit dem sozialen Lernen viel mehr Raum geben konnten an unserer Schule. Einrichtung eines Mathelabors und gleichzeitig die Etablierung dieses Projekts. Also wir hatten den Mut, an unserer Schule Evaluationsvorhaben anzugehen, die sehr konfliktträchtig waren, weil sie politisch auch belastet waren. Und wir haben das Kollegium dann so weit gebracht, uns einer koordinierten und gesteuerten Prozessstruktur zu unterziehen, die uns geholfen hat, also wirklich zu objektiven und tragfähigen, nachhaltigen Ergebnissen zu kommen. Es bringt wenig, wenn drei Kollegen das nur mittragen, sondern wir müssen das Stück für Stück in das Kollegium jetzt hineinbringen. Das haben wir natürlich bereits getan in den vergangenen 2 Jahren, dass wir die Kollegen einfach versucht haben mitzunehmen. Aber das ist sicher ein Prozess, der weitergeht. Wir nehmen die Ergebnisse des Projekts und das hat uns so ermutigt, dass wir jetzt auch im Bereich Sachkunde und im Bereich Deutsch uns überlegen, ein Forscherlabor oder ein Sachkundelabor zu etablieren. Und ich denke, das ist wieder eine Sache, wo das ganze Kollegium hinterstehen wird. Unser Wunsch für die Zukunft ist natürlich, dass grundsätzlich Netzwerkarbeit im Ganztag weitergeht, weil wir schon erlebt haben, diese unterschiedlichen Bundesländer mit allen unterschiedlichen Schulsystemen sind einfach wahnsinnig ergänzend miteinander. Wir machen weiter, wir sind also auch schon im Gespräch bei uns auf Schulamtsebene oder mehrere Schulamtsbezirke zusammen und auch mit der Serviceagentur, weil wir regional gern jetzt ein Netzwerk aufbauen möchten, haben uns da auch schon vernetzt mit 1, 2 anderen Partnern und würden gerne etwas Ähnliches natürlich auf niedrigerem Niveau auch regional verankern. Weil Netzwerke sind wirklich eine Chance, die sich sonst uns nicht eröffnet.